bevor du... Ich habe die Personalien auf... Hallo, Herr Friedmann. Geht es Ihnen gut? Kann ich Sie kurz befragen? Ich bin etwas durcheinander, aber soweit okay. Fragen Sie ruhig. Sehr gut. Bitte erzählen Sie mir, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Ich bin meine Tour gefahren. Ich hatte es auch gar nicht mehr weit. Da fahren mehrere Autos auf dem Beschleunigungsstreifen auf. Wegen dem Verkehr sind die langsam gewesen. Zwei fädeln sich vor mir auf die rechte Spur ein. Aber der dritte schafft es nicht. Ich dachte, dass er am Ende des Beschleunigungsstreifens stehen bleibt. Stattdessen zieht er ohne Vorwarnung und ohne zu blinken langsam auf meine Spur. Ich musste eine Vollbremsung machen. Bin nur gerade so zum Stehen gekommen. Der Typ fährt seelenruhig weiter. Noch während ich mich ärgere, knallt es und der andere LKW fährt mir hinten drauf. Um was für eine Fahrzeugklasse handelte es sich denn? Das Auto war mittelgroß. Tut mir leid, ich bin so durcheinander. Ich kann mich nicht erinnern.
Sie machen das sehr gut bisher. Es ist völlig normal, dass man nach einem Unfall durcheinander ist. Setzen Sie sich nicht so unter Druck. Ja, als Berufskraftfahrer sieht man schon viel, aber das hat mich gerade ziemlich mitgenommen. Auf so etwas ist niemand vorbereitet. Atmen Sie tief durch und denken Sie nochmal an den fraglichen Pkw. Ah, jetzt habe ich's. Das war eine blaue Limousine. Das Kennzeichen war SINZU54. Ich habe alles, was ich brauche. Danke für Ihre Mitarbeit. Hallo, Herr Wagner. Wie ich sehe, wurden Sie schon verarztet. Geht es Ihnen gut? Kann ich mit Ihnen reden? Muss das jetzt sein? Leider ja, aber ich versuche, mich kurz zu halten. Können Sie mir schildern, wie der Unfall abgelaufen ist? Der Laster vor mir hat ohne einen für mich ersichtlichen Grund eine Vollbremsung hingelegt. Und ich konnte halt nicht mehr rechtzeitig bremsen. Hören Sie, ich habe Kopfschmerzen. Reicht das nicht? Nein, das reicht nicht aus. Egal, aus welchem Grund der LKW gebremst hat, wenn Sie ihm aufgefahren sind, waren Sie entweder unaufmerksam oder haben den Mindestabstand nicht eingehalten. Wenn Sie meinen... Wollen Sie sich nicht lieber äußern? Ja, Sie haben es erfasst. Ich hatte heute ziemlichen Termindruck und bin deswegen wohl unbewusst zu nah aufgefahren. Okay, ich nehme diese Aussage zu Protokoll, erspare mir aber jede Belehrung. Sie wissen sicher, dass es keinen Grund für ein solches Verhalten gibt. Ja. Ich habe genug gehört. Schönen Tag noch. Das sind die Informationen über den flüchtigen Pkw. Kannst du das bitte zur Zentrale funken? Die Zentrale meldet, dass der flüchtige Wagen hier in der Nähe gesehen wurde. Sollen wir ihn suchen oder es den Kollegen überlassen? Den Kerl schnappen wir uns. Das ist die richtige Einstellung.